Peter, bist du gerade sehr beschäftigt? Kommt drauf an. Ich habe eine Idee. Wir könnten zu deinem Geburtstag eine große Geburtstagsparty veranstalten. Nein, ich bin gerade sehr beschäftigt. Bitte. Das ist doch erst in 2 Monaten, oder was? Ja, eben. Deshalb sollten wir unbedingt jetzt anfangen zu planen. Ach nein, lass uns einmal essen gehen. Einen gemütlichen Abend im Restaurant. Nur wir beide? Kerzenlicht. Oh, Verzeihung, ich war wohl nicht ganz bei Verstand. Nein, darum geht's nicht. Aber wir kommen dieses Jahr um eine große Geburtstagsparty nicht drumherum. Warum? Ja, warum? Nimm zum Beispiel nur mal die Müllers. Ist dir bewusst, dass wir im vergangenen Jahr insgesamt 6-mal bei ihnen eingeladen waren? Aha. Siehst du, bei uns waren sie nur 1-mal. Und? Wir schulden ihnen also etwas. Nein, ich glaube nicht, dass die Müllers Buch darüber führen. Ja, darüber hinaus ruft mich Andrea mindestens 1-mal die Woche an. Ja, ich dachte, du magst sie. Ja, schon, aber ich selbst rufe sie ja nie zurück. Naja, das ist... Und deshalb fühle ich mich schuldig. Ich meine, ich will nicht, dass jemand so nett zu mir ist, wenn ich nicht so nett zu ihm bin. Aber du übertreibst. Aber überhaupt nicht, Peter, bitte, du weißt doch, wie die Leute sind. Sie erinnern sich bitte sehr genau an die Anzahl der Anrufe, an die mitgebrachten Geschenke, an die Einladungen. Ich schwöre dir, wenn wir nicht bald anfangen, mitzuhalten, dann werden wir sie alle verlieren. Na, überleg doch mal, was du da sagst, als ob wir unsere Freunde erkaufen müssten. Na, nicht erkaufen, nur mit ihnen gleichziehen oder was drauflegen. Und deshalb müssen wir unbedingt eine Party veranstalten, um es den Müllers heimzuzahlen. Nein, nicht nur den Müllers. Das sind die Zborschils, die Schotters, die Bitte, die was Gommits. Schulden wir den Zborschils? Peter, bitte, jetzt aktiviere deine Gehirnzellen. Au. Sag, weißt du wirklich nicht mehr, was sie uns vor 2 Jahren zu Weihnachten geschenkt haben? Vor 2 Jahren? Ja. Ich, Hohlkopf, kann mich beim besten Willen nicht dran erinnern. Gut, dann zeige ich dir. Was ist das denn? Das ist eine Aufstellung, die genau auflistet, wer uns was in den vergangenen Jahren geschenkt hat und wie oft wir eingeladen waren. Alphabetisch geordnet. Ja, und in Kategorien eingeteilt. Schau mal, in dieser Spalte stehen die Namen, wie oft wir eingeladen waren und was es zu essen gab. Und im letzten Abschnitt sind die Geschenke verzeichnet, die wir bekommen haben und bei welcher Gelegenheit. Auf der nächsten Seite sind dann unsere Einladungen, unsere Menüzusammenstellungen und die Geschenke, die sie von uns bekommen haben. Das ist doch, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand so eine Liste führt. Ja, vielleicht nicht so, aber ich garantiere dir, die Leute führen eine solche Liste in ihren Gedanken. Peter, bitte schau dir doch mal die ganzen Leerstellen an in unserer Spalte im Vergleich zu den anderen. Da, das waren die Zborschils. 3 Einladungen mit Rippchen, Truthahn, Rinderfilet, Weihnachtsgeschenk, der silberne Kerzenleuchter. Der war abgrundhässlich. Ja und? Wir nichts. Oder da, die Schotterers. 6-mal mit Kebab, Steak. Geschenk, der Trinkkelch aus Zink. Wir 1-mal Hamburger, Geschenk, Spielkarten. Also weißt du, das ist sowas von peinlich. Ja, ich verstehe dich nicht. Wie willst du es all diesen Menschen jemals zurückzahlen? Überhaupt nicht. Wie bitte? Ja, wenn uns jemand etwas schenkt oder uns einladet, dann macht er das, weil er das gerne tut. Peter, bitte. Jetzt werd doch endlich erwachsen. Oh, ach. Peter, es wird nichts ohne Gegenleistung gegeben. Nichts ist umsonst. Man ist immer zu etwas verpflichtet. Deshalb habe ich mir ja eine Lösung überlegt. Dir einen Therapeuten zu suchen. Also ich meine es ernst. Ja, ich gehe schon. Ja. Kaum zu glauben. Wer kümmert sich schon um sowas? Die Hälfte der Geschenke schicken wir sowieso immer weiter. Peter. Stell dir vor, jemand hat mir Blumen geschickt. Von wem die wohl sind? Für einen außergewöhnlichen Menschen. Da ist kein Name. Da ist kein Name dabei. Ein heimlicher Verehrer. Ja, da ist bestimmt was schiefgelaufen. Ich rufe gleich im Blumenladen an. Warum? Ja, um herauszufinden, von wem die sind. Na, warum musst du das unbedingt wissen? Ja, damit ich mich für das Geschenk revanchieren kann. Na, Bert, jetzt bleib auf dem Boden. Jemand hat dir Blumen geschenkt, ganz einfach Blumen. Blumen, weil er dich mag. Blumen, weil er denkt, du bist ein außergewöhnlicher Mensch. Blumen, warum kannst du das nicht einfach akzeptieren? Ich hab's, die sind bestimmt von Andrea. Ach, das ist typisch. Du hörst mir ja gar nicht zu. Ich ruf noch einen Blumenladen an. Okay.
ich war's. Also, Quatsch. Ich war's wirklich. Warum solltest du sowas tun? Weil ich dich liebe. Also bitte sei doch nicht so kindisch. Wo ist das Telefonbuch? Bertha, bitte. Der Kassenzettel. Die sind wirklich von dir? Mhm. Okay. Also, was willst du? Nichts. Peter, bitte, du hast mir noch nie Blumen geschenkt. Du bist doch hinter irgendetwas her, oder? Na, ich schwöre dir, ich bin hinter gar nichts her, außer vielleicht hinter dir. Ach so, darum geht's. Na, ich geb's auf. Da überlege ich mir was Besonderes für meine Frau, weil ich sie liebe und sie glaubt mir. Ja, also schau, Peter, schau. Was, ich stehe da auch drin? Ja, natürlich. Vergiss alles. Ich werf die Blumen in den Mülleimer. Nein, das war doch nicht so kindisch. Ich will nicht, dass du dich verpflichtet fühlst, dich in diese Blumen zu revanchieren oder mit mir gleichzuziehen. Ich schenke dir etwas ganz einfach, weil ich dich liebe. Ja, ich finde die so schön, die Blumen. Bitte gib doch den wunderschönen Blumen ein bisschen Wasser. Okay. So, okay, ich tue es, aber nur, weil ich dich liebe. Danke. Peter, Blumen. 25. März. Anlass. Weil er mich liebt.